9 Menschen hat der 18-jährige Deutsch-Iraner David S. in München erschossen, bevor er sich selbst tötete. Den Ermittlern zufolge hat sich der Todesschütze, der offenbar wegen psychischer Probleme in Behandlung war, intensiv mit dem Thema Amoklauf beschäftigt. Seine genauen Motive sind bislang noch unklar. Nachbarn erinnern sich an einen unauffälligen und hilfsbereiten Jungen. Ich kenne sehr, sehr gut diesen Jungen. Ich habe immer kontaktiert, hat geholfen, hat die Zeitung geteilt. War ein gutes Mensch, hast du niemals nichts gesehen, sauer zu sein. Mir wirklich, wirklich tut mir sehr, sehr leid für die Familie und für den Jungs auch. Das ist eine ganz nette Familie. Also ich bin sogar schockiert, dass es aus der Familie kommt. Das hätte ich nicht erwartet. Es lebte gemeinsam mit seinem Bruder in der Wohnung der Eltern. Die Wohnung ist von der Polizei durchsucht worden. Die Eltern waren bislang nicht vernehmungsfähig. Dem Bayerischen Landeskriminalamt zufolge gibt es Hinweise darauf, dass der Täter einen Facebook-Account geknackt hat, um gezielt Jugendliche zu der McDonald's-Filiale nahe des Olympia-Einkaufszentrums zu locken. Bei den Opfern der Bluttat handelt es sich zu einem großen Teil um Menschen ausländischer Herkunft. Ob der Täter gezielt auf ausländisch aussehende Opfer schoss, muss den Ermittlern zufolge noch geklärt werden.